Nein, ich muss hier stehen. Und zwar eine Reise in eine andere Zeit. Circa 2000 Jahre zurück von heute an. Wenn du willst, schließ doch mal einfach deine Augen, damit du dir das vorstellen kannst. Wir wollen dich mitnehmen auf eine Reise in eine Stadt namens Bethanien. In dieser Stadt gab es ein Haus, wo ein ganz bekannter Mann gewohnt hat. Sein Name war Lazarus. Lazarus, er hatte zwei Schwestern. Die eine hieß Martha, die andere hieß Maria. Und in diesem Haus ist etwas Besonderes passiert. Lazarus war bekannt. Die ganze Stadt versammelte sich, um Lazarus zu sehen. Denn Jesus hat ein großes Wunder an ihm vollbracht. Lazarus ist gestorben. Doch Jesus kam und hat ihn aus den Toten auferweckt. Amen. Wollen wir dafür einen Applaus geben? Genau dieser Lazarus und seine zwei Schwestern haben einen Tisch bereitet in ihrem Haus in Bethanien. Und sie haben diesen Jesus, den Freund von Lazarus, den sie so viel Dankbarkeit entgegengebracht haben, der so viel Großes in ihrem Leben getan hat, der so viel in ihrem Leben bewirkt hat und neu gemacht hat, ihn haben sie aus Dankbarkeit einen Tisch bereitet in ihrem Haus. Lass uns mal sehen, wie Lazarus Jesus und seine Freunde in seinem Haus willkommen heißen wird. Sie hat es geliebt, ihre Arbeit zu tun. Was war ihre Arbeit? Sie hat es geliebt, vom ganzen Herzen, mit voller Hingabe, mit voller Freude, mit Leidenschaft für Jesus, ihre Gäste zu bewirten. Sie hat den Tisch gedeckt mit einer Liebe, mit einer Hingabe, die nur Jesus in ihrem Herzen deswegen bewirken konnte. Martha begann, den Tisch aufzudecken. Voller Freude war in ihrem Herzen. Voller Demut, voller Liebe, voller Hingabe hat sie ihre Arbeit getan. Und Jesus und Lazarus, auch die Freunde, die haben sich gefreut darüber, wie sie bewirtschaftet werden. All das, was sie getan haben, all das, was Martha und Lazarus für Jesus getan haben, all das war eine Tat, die aus ihrem Herzen herausgeboren war. Das, was Jesus in ihr Herzen hineingelegt hat. Allein die Einladung, Jesus in seinem Haus einzuladen, war ein Akt der Dankbarkeit. Die Arbeit von
Martha aus ihrem Herzen geboren, voller Dankbarkeit, voller Liebe, voller Hingabe. Wahre Anbetung, Halleluja. Sie freuten sich und haben gesehen, wie sie bewertet werden. Sie haben gegessen und getrunken und sich einfach gefreut und sich unterhalten. Und man könnte meinen, dieser Abend hat kein Ende gehabt. Doch plötzlich hat sich diese ganze Atmosphäre in diesem Raum geändert. Die ganze Aufmerksamkeit, die diese Jünger, die Freunde von Jesus und auch Lazarus gehabt haben, haben sich plötzlich auf eine Person gerichtet, die diesen Raum betreten hat. Ihr Name war Maria, auch sie war eine Schwester von Lazarus. Maria hielt ein kostbares Gefäß in ihren Händen. Dieses Gefäß war gefüllt mit wohlriechendem Duft. Es war gefüllt mit dem kostbarsten Öl, was man zu dieser Zeit bekommen konnte. Maria war von Herzen dankbar, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und sie hat sich entschieden, etwas Besonderes zu tun. Sie hat sich entschieden, dieses wohlriechende Duft, diese kostbare Alabasterflasche, der so wertvoll war in ihrem Herzen, vor die Füße von Jesus zu zerbrechen. Was für eine Verschwendung! Sollte man dieses kostbare Öl nicht lieber den armen Menschen geben? Nein, mein Sohn. Ist dir denn bewusst, was ich hier gerade tue, was das zu bedeuten hat? Aus ihrer starken, extremen Liebe zu mir hat sie alles gegeben, alles, was sie hatte. Ist das nicht eine starke Botschaft? Ist das nicht schön zu sehen? Die Freunde im Raum erkannten gar nicht, was hier passiert ist. Doch Jesus, der die Herzen kennt, der das Herz hineinsehen kann, er erkannte, was hier passiert ist. Er sah das Herz von Maria, wo die Menschen nur den Wert sehen von den Dingen, sieht Jesus in dein Herz rein. Und er sieht den echten Wert in deinem Herzen. Und er hat gesehen, was für einen Wert diese Flasche, dieses Öl, dieses Gefäß, diese Alabasterflasche, was für einen Wert es gehabt hat für Maria. Doch voller Liebe und voller Hingabe hat sie alles das, was sie besessen hat, dieses ganze Wertvollste hat sie gegeben zu den Füßen von Jesus. Und wisst ihr, was passiert ist? Dieses kostbare Öl, dieses Nadenöl, erfüllt den grünen Duft den ganzen Raum. Der ganze Raum wurde erfüllt von dem Duft dieses kostbaren Öls. Die Dankbarkeit, die Liebe, die Demut, die wahre Anbetung erfüllte das Haus, in dem Jesus saß. Und alle, die dort drin waren, bemerkten diese Leidenschaft, sie bemerkten diese Liebe, sie bemerkten diese Hingabe, diesen Duft der Anbetung, der aufstieg, der zu Ehre Jesus ausgegossen worden ist, zu seiner Salbung, zu seinem Begräbnis. Der Duft der Anbetung aus lauter Dankbarkeit und Liebe, er steigt auf. Und es ist Zeit für die Kinder Gottes, den wahren Vater anzubeten. Es ist Zeit, ihn anzubeten. Anbeter in Anbeter.